Die Mobiliar wünscht gute Unterhaltung bei Jacobo Müller, Late Service Public. Meine Damen und Herren, Viktor Jacobo und Mike Müller. Merci, Rival! Hello, hello! Im Verlauf der letzten Woche habe ich eine Konzession bekommen. Ich bin der Roger Schawinski. Und Moritz Leuenberger hat mir eine Konzession gegeben. Moritz, ich finde dich gut. Moritz, you are my sunshine. Echt? Ja, aber es haben ja nicht alle Radio-Konzessionen bekommen. Energy zum Beispiel hat keine Konzessionen bekommen. Die ist nicht so Radio lustig. Radio Energy, who cares? Oder Tele Zürich zum Beispiel hat auch keine Konzessionen bekommen. Vermutlich gehen die jetzt aus Protest in die Opposition und verbünden sich dort mit Tele Blocher. Who knows? Das ist gut möglich. Aber weißt, eigentlich ist es ja schon wahnsinnig. Es ist eine Firma da, die sehr gut läuft, erfolgreich. Und der Bundesrat kommt und knipst sie einfach aus. Und da frage ich mich einfach, was haben die falsch gemacht? Wenn sie jetzt bankrott wären, kommen jetzt 68 Milliarden über. Ist möglich, aber es ist hart für die, die ja, verloren stimmt, haben. Stimmt. Also, ich begreife darum auch, dass die Leute ein bisschen protestieren. Die Hörerinnen und Hörer von Radio Energy protestieren. Einzelne haben sogar gesagt, sie machen Hungerstreik. Ja, da mache ich mit. Mike, das gibt sehr einen langen Streik. Ist eigentlich irgendetwas gelaufen betreffend Finanzkrise? In dieser Woche? Nicht wahnsinnig viel, oder? Sie haben alle ein bisschen auf ihr eigenes Süppli gekocht. Ja. Zum Beispiel der Chef vom WEF, der Klaus Schwab. Ja. Schwab heisst er, die Schwaben sind fängt überall. Grauhaft. Ne? Wirklich. Der Klaus Schwab, der hat gesagt, dass während dem WEF einmal die Banker gar nicht an die Podiumsgespräche gegangen sind, sondern sie haben Party gefeiert. Ja, WEF, World Ecstasy Forum. Ja. Aber ich frage mich einfach, warum fällt denn das eigentlich erst jetzt ein? Hä? Oder müssen wir uns fragen, was hat denn die Armee dort oben gemacht? Die Armee hat dort eine Party geschützt, oder was? Ja, der Sami Schmid ist der Türsteher vom WEF. Ja, kann man sagen. Ja. Darum sind dort auch keine kosovarischen Banker reingekommen, wegen den Türsteher. Ja, kein einziger ist dort reingekommen. Du, aber ich finde eben, die Vorstellung ist schon gut, dass die nur Party gefeiert haben dort. Wenn man denkt, sie haben ja gesagt, wenn mehr als 3 Banker in einem Whirlpool drin sind, gilt das als Podiumsgespräch. Ja. Es gibt aber auch gute News von der Finanzfront. Urs Marcel Rohner, der CEO von der UBS, hat gesagt, dass seine Leute dieses Jahr keine Boni bekommen. My Boni is over. Super! Peter Tate, danke vielmals. Okay. We got the message. Ja, den schon. Ja. Also, in dem Sender sind übrigens immer alle Leute sehr gut informiert worden, was an der Börse läuft. Das ist eigentlich ein Service, den kaum ein anderer Sender so gut können bringen konnte. Wir schauen vielleicht gerade mal in so einen Börsenbericht hier. Die Schweizer Börsen haben sich vom Einbruch heute vor 8 Tagen relativ rasch wieder aufgefangen gehabt. 2 Tage freundliche Tendenz und nachher 3 Tage eher uneinheitlich, aber gut gehalten. Und mit einem deutlich freundlichen Unterton haben wir dann die Woche geschlossen. Das ist ein Börsenbericht. Top of the News, ja, oder? Ja, Top of the News. Und die Tradition ist weitergeführt worden. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel denken, das sei ein bisschen allgemein gewesen, was er gesagt hat, dann können wir sagen, er ist auch noch in die Details gegangen. Die heutige Situation an der Schweizer Börse ist stark geprägt durch eine gewisse Unsicherheit. Sie ist gekennzeichnet durch verschiedene Faktoren, die sich widersprechen und die entsprechend auch je nach dem Gewicht, das sie haben, ein bisschen dämpfend oder ein bisschen elan geben.
Das ist ein historischer Börsenbericht, wo man eigentlich sieht, dass Börsenberichte immer gültig sind. Ja, Aktien sind ewige Werte. Ja, und egal, ob die Aktien sind, da oben oder da unten, der Börsenbericht ist immer bleibt gültig. Sich exakt bleibt sich gleich. Genau. Was ist noch diese Woche? Wir haben natürlich nach wie vor Probleme mit Deutschland, oder? Und zwar massiv. Ja. Du, sie haben ja schon fast mit Krieg gedroht, oder? Also man muss jetzt ein bisschen schauen, was passiert da. Das kennen ihr ja, ihr Engländer, oder? Was haben ihr so Erfahrungen? Ich habe persönlich keine Erfahrung mit Krieg. Du bist nicht, aber du bist doch Engländer, ihr habt doch Crowds einmal immer noch. Ich glaube, irgendwo vor 70 Jahren ist so etwas passiert, glaube ich schon. Ja. Also, was ihr hier erlebt habt, das müssen wir uns jetzt gegenwärtigen und darum sind wir uns natürlich am Vorbereiten auf den Krieg. Dunkle Wolken ziehen über unser Land. Gefahr ist im Anzug. Und einmal mehr geht sie von unserem nördlichen Nachbarn aus. Der deutsche Finanzminister Steinbrück droht mit der Peitsche und mit Schikanen. Die Lage ist ernst. Doch unser standhafter Verteidigungsminister Samuel Schmid hat die Situation erkannt und ruft die Bürger zu den Waffen. Wir sind heute gezwungen, flächendeckend zum Einsatz zu kommen. Die Zeit ist gekommen, da der Schweizer Wehrmann dem Ruf des Vaterlandes folgen muss. Vergelt's Gott. Und bleib brav, gell? Vater, schwer! Der Abschied fällt schwer. Doch die Gefühle des Einzelnen müssen zurückstehen, wo es um das Wohl aller Eidgenossen geht. So strömen sie von allen Seiten zusammen, die wehrhaften Männer. Die Schweiz wird zur Festung. Eidgenossen rüsten sich zum Kampf und stählen ihren Körper. Doch auch die Daheimgebliebenen haben ihre Pflichten. Nun gilt es, einen Notvorrat anzulegen. Vor allem Zucker, Reis, Mehl und was man so braucht, oder? Für wenn im Fall eben der Krieg ausbrechen würde, nicht? Die Bürger füllen ihre Reserven auf. Landesweit tobt die Anbauschlacht. Unabhängigkeit ist oberstes Gebot. Jeder Schweizer ein Selbstversorger. Die Armee zu allem entschlossen zieht sich derweil ins Redwy zurück, bis die Gefahr vorüber ist. Und wir müssen natürlich sehen, dass die jüngste Wetterentwicklung den Deutschen entgegenkommt, oder? Der Schneefall von der letzten Woche, das erinnert sich an Stalingrad und dort sind sie super, oder? Aber es ist krass, oder? Sie wetten zum Beispiel den Schweizer roten S in Pass in den Stempeln. Haben also sie auch schon gemacht. Jetzt sind sie gut. Im Einteilen von bestimmten Bevölkerungsgruppen sind sie ja sehr fortschrittlich, die Deutschen, und haben eine grosse Tradition. Jetzt, der Steinbrück. Der Steinbrück der wird jetzt ja schon häufig verglichen mit Nazi und so, einzelne Parteien, wir sagen jetzt nicht welche, haben ihn schon bereits als Nazi bezeichnet und so. Und ich weiß nicht, ob er genau weiß, was alles noch auf ihn zukommt. Oder wenn er sich wirklich in die Richtung entwickelt, dann wird in 60 Jahren der Bruno Ganz sein Leben nachspielen. Ja. Und das ist hart. Ja. Ich frage mich einfach, wer der Steinbrück an der Grenze schikanieren will. Oder? Es sind ja vor allem Deutsche, die hier arbeiten und am Wochenende heimgehen. Die also, kann er von mir aus schon fertig machen. Das Die sollen ein bisschen härter kontrolliert werden, oder? Und die Deutschen behaupten ja jetzt auch, der Regisseur vom neuen James Bond, Mark Foster, sei ein Deutscher, oder? Absolut oder? Dabei ist doch ganz, wir haben doch jetzt wirklich überall in der Presse gelesen, dass der James Bond, das ganze James Bond, alles schweizerisch, ja, alles Schweizer dabei. Und man kann auch sehen auf dem Plakat von diesem neuen Film, dass der James Bond ein Schweizer ist, oder? Wir sehen das hier. Er sieht aus wie ein Banker. Ja. Hinten dran ist gerade seine Bank draufgegangen. Und er hat die Sekretärin noch rausnehmen können, oder? Ja, eindeutig. Okay. Und man weiss ja, der Bösewicht spielt einen Schweizer, der Anatole Taubmann. Ja, schon im letzten Bond hat ein Schweizer Bösewicht, Carlos Real hat Bösewicht gespielt und hat etwa viermal hinten dran stehen und hat dann dort gesagt, den legendären Satz gesagt, «Les jeux sont faits». Und der ist so legendär geworden, der Satz wird in jedem Spielcasino, wird das heute gesagt.
Und alles nur, weil ein Schweizer ist dabei gewesen. Ja, und im Aktuellen ist es jetzt eben der Anatole Taubmann, oder? Und dem sie Publicist for Switzerland hat im Internet geschrieben, der Anatole Taubmann sei trilingual, also dreisprachig, English, German and Swiss German. Katrin, das ist ja, ich meine, das ist ja nichts gegen dich, oder? Ja. Du bist ja viersprachig, mindestens. Du bist ja was Englisch, German, Solothurn, Zurich-Deutsch, ja, oder? Ja. Gut, ich müsste zuerst mein Publicist for Greater Alton Area fragen, was man da genau ja, müsste, das Internet aber erst. Eigentlich, wenn du mich fragst, bist du überfällig für den nächsten James Bond. Das freut mich. Du bist eigentlich fast ein bisschen überqualifiziert, muss man jetzt ehrlich sagen. Also, Forster hat ja gesagt, er hätte gern den Film mehr in der Schweiz gedreht. Ja. Das hätte er wirklich gern gemacht. Wir haben herausgefunden, was nicht ganz gelaufen ist. Gut. Offenbar hat er das Drehbuch eingereicht und die Filmförderung hat es abgelehnt. Die eidgenössische. Ja. Sie hat gesagt, es hätte zu wenig starke Frauenfiguren drin. Ja, und die Kommission. Das muss man im Schweizer Film ein bisschen haben, ja, damit man Fördergelder bekommt. Die Kommission hat natürlich auch gesagt, englischsprachige Titel passen jenen nicht, oder? Mhm. Der Schweizer Film muss Minderheiten unterstützen. Sie hat ja vorgeschlagen, statt Quantum of Solace, Quantums Dissolations. Und da sind die Bond-Leute natürlich nicht drauf eingestiegen, ja, oder? Die haben ja keine Ahnung von unseren. Ob schon, wir hätten ja viel Missen, oder? Wo an der Strasbergschule in Los Angeles die Ausbildung machen. X-Missen, Vize-Missen, die könnten für so einen Bond. Ja, aber können wir die unterbringen bei all den nächsten Bonds, die noch kommen? Ja, weißt du, vielleicht ist der nächste Bond ein Muslim, der braucht auch 30 Weiber. Das ist gut, ja. Du, dann könnt ihr nach wie vor Vize missen, alle können wieder in die Schule gehen. He? Absolut. Was ist eigentlich innenpolitisch Gründung, müssen wir das noch erwähnen? Ja, Gründung von einer neuen Partei, ja, der BDP. Ja. BDP, was heisst das, Partei der Populisten? Oder was heisst BDP? Eine Abspaltung. Die sind gegründet worden, gestern übrigens erst. Und die haben natürlich ein super Marketing, weil der Präsident von dieser gegründeten Partei heisst Gründer. Ja, und die sind auch für die Personenfreizügigkeit, oder? Die sagen, ja, das ist eine bürgerliche Ja-Sager-Partei, mhm, die BDP. Im Gegensatz zu der Partei, wo sie daraus rauskommen, das ist ja im Moment ein bisschen eine Jein-Sager-Partei, oder? Und dann nicht auf der SVP umhaken, die sind ein Wechseljahr. Die haben wirklich genug. Das ist wahr. Ja. Wechsel. Change, jetzt müsst ihr den Übergang schauen, wo wir dann wechselt so. Change, amerikanische Wahlen. Wechsel, Change, Übergang, Themenübergang. Das ist ein klassisches. Change, ja, Change. Super. Aber Amerika, nicht Großbritannien. Ja, Amerika. Ja. Leider interessiert uns das jetzt gerade im Moment ein bisschen mehr. Die amerikanischen Wahlen, das ist das internationale Top-Ereignis während der letzten Monate, Jahre und auch natürlich in den nächsten Tagen. Alle Sender und Sendungen haben einen Korrespondent in die USA geschickt. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wir sind verbunden mit unserem Live-Korrespondent in den USA, am David Bröckelmann. David, hallo, kannst du uns hören? Hallo, Victor, jawohl. David, du bist im Moment in den USA, es ist spannend dort, in 3 Tagen wird gewählt. Was sind eigentlich die neuesten Informationen, die du uns geben kannst? Also es ist klar, in Amerika wird der Präsident gewählt und es gibt 2 Kandidaten, Schwarze und Weiße. Der Schwarze heisst Barack Obama und der Weiße John McCain und das ist doch spannend. Ja, das ist mal gut. Danke für die Schilderung von der Ausgangslage jetzt. Die haben ja auch Vizepräsidentschaftskandidaten. Wie sieht es eigentlich dort aus? Ich habe gehört, die einen sind umstritten, die anderen weniger. Es ist ja so, die Republikaner haben etwas ganz Cleveres gemacht. Sie haben eine Frau als Vizepräsidentschaftskandidatin lanciert. Was? Jawohl, das ist wirklich noch nie da gewesen. Ah ja? Ja, ja. Und Demokraten, die haben auch einen. Ja, ja. Aha. Und Sie sind jetzt gerade, oder David, du bist gerade jetzt in, wo genau eigentlich in den USA? Ich befinde mich gerade in den USA, ja, im Mittleren Westen. Wo genau? Im Mittleren Westen. Aha. Es spielt keine Rolle, es wird überall gewählt. Ja, ja, klar. Und
Die Zeitverschiebung ist, glaube ich, recht enorm. Was haben wir jetzt gerade für Zeit dort? Ja, das ist schwierig zu sagen. Es ist schon ein kleiner Unterschied. Ich denke, so 5, 6, 7, 8, 9 Stunden wäre das etwas sein. Und von George Bush, wo ist eigentlich der? Der ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Hat man den gezogen? Wo ist der im Moment? Nie. Ja. Genau. Und die allerneueste Entwicklung gibt es gerade noch von den Polls. Jetzt gerade, wer gerade führt oder weniger? Ja, ich würde sagen, der Barack Obama ist ein paar Prozentpunkte vorne dran. Aha. Das ist doch überraschend. Ja, das ist sehr überraschend. Danke vielmals für die Auskunft. Das ist der David Brückmann live aus den USA. Das ist einfach toll. Weißt du, im heutigen Fernsehen ist das einfach toll. Da hast du so Leute überall am Brennpunkt vom Geschehen und wir wissen im gleichen Moment, was da genau los ist. Das ist wirklich spannend. Das haben alle Sendungen, oder? Ihre Korrespondenten. CVZ zum Beispiel, ja. Die haben ein eigenes ein Halloween-Studio eingerichtet in New York. Ja. Das ist zum Beispiel da der links draussen, das ist eine Barack Obama-Maske, ja. Der rechts aus eine McCain-Maske und der das Monster in der Mitte, wer ist das auch? Ich, genau, ich glaube, unter dieser Larven ist Daniela Lager, wenn mich nicht alles. Aber das ist ja super. Aber sie sind natürlich nicht analytisch nicht so in die Tiefe gegangen, wie wir das machen. Die Armee hat, unsere Schweizer Armee hat auch in dieser Woche ein bisschen Probleme gehabt. Bei einer beginnenden Winter-RS hat man 70 überzählige Rekruten heimschicken. Wobei, das finde ich jetzt noch nicht so. Ich meine, wir im Zivilschutz, das war die Strategie gewesen, dort eigentlich. Das haben wir immer ein bisschen so gemacht. Das ist ein Führungsinstrument. Das ist ein Führungsinstrument, ja. Das kann jetzt zum Beispiel, wenn jetzt den Firmen wegen der Finanzkrise Arbeiter entlassen müssen, kann der Chef vor die Tür rausstehen und sagen, sorry, wir haben zu wenig Platz, gehen wieder heim. Mhm. Aber es ist schon tragisch, wenn wir 70 Soldaten verlieren, bevor die Deutschen den ersten Schuss abgelassen haben. Oder? Ja, natürlich, klar. Also ich hoffe wenigstens, dass die es heimgeschickt haben, dass der eine oder andere gefragt hat, hättest du Lust, Armeechef zu werden? Ja. So. Man hätte die Leute auch anders können einsetzen können. Man hätte sagen können, machen die Liechtenstein klar, hat ihr dann ein Halbtags. Dann wären die Idee, hätte das Land schnell annektiert. Ja, mit dem Pfefferspray. Absolut. Ja, klar. Das wäre ein Auslandeinsatz gewesen. Ein richtiger Auslandeinsatz hatte diese Woche Sepp Blatter. Er war auf Staatsbesuch in Israel und in Palästina. Von welchem Staat ist er Repräsentant? FIFA. Ah, ja. Ja, er hat da zum Beispiel gerade den Kranz niedergelegt vor dem Grab von Arafat. Mhm. Das ist ein bisschen, sind Brüder im Geiste, oder? Das sie ist haben das gleiche Finanzierungssystem. Das vorher war übrigens die Geburtskirche Jesu. Ja. Das hat er natürlich, das kennt er vom Wallis, oder? Im Wallis hat er eine Geburtskirche Seppu. Nein. Also in Jerusalem hat er sich nicht Seppel genannt, sondern Josef. Josef, ja. Kommt dort besser an. Aber im Wallis hat er jetzt auch so eine Kirche über, oder? Ja, und im Gegenzug wird dann auch Jesus am Sepp Blatter seine Geburtskirche im Wallis besuchen. Nicht? Ja. Und wenn der Jesus ins Wallis kommt und dem Sepp Blatter begegnet, sagt er zu einem Heubappi. Wobei, es war wieder der Unfall ja auch nicht zeitiger. Ja, ich finde das auch nicht so schlimm. Ein Unfall kann ja jedem passieren. Ja, oder? Jedem passieren. Oft beim Heimfahren nach der Sendung schiesse ich jemand mal so einen Golf ab. Ja, das ist ja. Da ist mir da einfach immer ein bisschen heikel. Und darum, wobei, es wird jetzt ein bisschen etwas geändert. Man merkt natürlich, er kann nicht immer nur jetzt allein fahren. Er kommt jetzt ein sogenanntes Plattamobil über. Und weil wir ja jetzt von der Schweiz aus so einen engen Bezirk zu James Bond haben, hat er eine sehr gute Idee, hat er rezykliert aus einem alten James Bond. Da hat es nämlich eine Einrichtung, die wir jetzt gerade sehen, die für ihn sehr natürlich entgegenkommt. Das ist übrigens aus dem Film Goldfinger. Und Goldfinger wird er ja auch genannt bei der FIFA. Die Spitzname dort. Ja, ich weiß. Ist das so? Ja. Was auch anhängt, wird sogar. wir haben natürlich jetzt gesehen, dass jene Leute Probleme haben im Verkehr. Wir sind immer wieder froh, wenn wir weitergebildet werden, was Verkehrserziehung anbelangt. Und wir haben hier auch so einen Verkehrserzieher. Verkehrsregeln vom Schweiz. Heute... Anhalten beim Fußgängerstreifen.
Wenn der Fußgänger ist seine Frau, du schimmst nicht hin und abpfiffen. Dem Schweizer macht eine korrekte Handbewegung, wie lehre ich ihm denken, ich will dir ums Arsch lange. Es sind allerdings nicht nur wir Normalsterblichen, die müssen, Fahrunterricht beziehen. Es gibt offenbar auch Polizisten, die das nötig haben. Wir haben nämlich den folgenden Artikel gelesen. Es gibt jetzt eine Art einen Fahrsimulator für Polizisten im Streifenwagen. Der heisst übrigens Hotpot. Wie auf Deutsch der? Hotpot, also auf Deutsch heisst es Haschisch. Ich weiß auch nicht warum. Also nicht nur Haschisch, sondern gar heisses Haschisch. Also gerade noch ist zum... komisch für Polizisten eigentlich. Weiss es auch nicht, aber wir haben uns überlegt, wie funktioniert jetzt das? Oder? Wir also wir wollen das jetzt euch das mal zeigen. Wie tun die Polizisten jetzt Fahrunterricht nehmen? Das sieht so aus. Jawohl, wir haben hier noch ein kleines Requisit. Ah, voilà. Ja. Das läuft jetzt also so. Mike, du wärst jetzt also der Fahrschüler. Dann wärst du der Instruktor. Ich bin der Instruktor, oder? Jawohl, genau. Also, Mike, also ich sage jetzt Gefreiter Müller. Ja, bitte, ist das bitte, okay. Gefreiter Müller, was tun wir machen, bevor wir abfahren? Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ist gleich. Also gut, vor dem Abfahren machen wir Innenspiegel, Seitenspiegel, Blick über die Schulter. Sehr gut. Ja. Dann tun wir jetzt ganz langsam beschleunigen auf 180. Jawohl. Und jetzt sehen wir vorne dran eine Stoppstrasse. Mhm. Da bleiben wir bei 180. Aber wir machen was? Das Horn einschalten. Genau. Ah, falsch, das ist falsches Horn. Falsches Horn. Andere Branche. Das ist gut. Und? So, lauer. Ganz genau. Ganz genau. Okay. Und jetzt nehmen wir die Kurve bei der Stoppstrasse. Genau. Und wir fahren weiter geradeaus. Und jetzt müssen wir langsam Bremsbereitschaft erstellen. Jawohl. Weil da vorne ist ein Unfall. Der Sepp Blatter hat einen Crash gemacht. Wir fahren schön rechts anfahren. Wir müssen das hier ausschalten. Genau, ausschalten. Und was machen wir jetzt auf der Unfallstelle vom Sepp Blatter? Schraubenzieher fassen, Nummernschild demontieren. Richtig, ja, genau. Dann, wenn wir das erledigt haben, tun wir den Sepp Blatter hin in den Kofferraum einladen. Fahren dann neu hin, wo es keine Journalisten hat. Mhm. Und dann geben wir wieder Gas. Ja, und zwar ziemlich schnell, das haben wir dort hinterher. Wieso so schnell? Das ist ein Bankräuber, den wir verfolgen. Was ist los? Ja, welcher Typ überfällt heute noch eine Bank? Wirklich, ja. Gut, okay. Es hat jetzt mit dem Thema nicht viel zu tun gehabt, oder? Peter, hast du gemerkt übrigens, das war ein rechtsgesteuerter Wagen? Genau, ja. Danke schön. Hast du ein bisschen heimatliche Gefühle? Ich habe ein bisschen Heimweh gehabt, genau in dem Moment, ja. Super, ja. Haben wir extra für dich gemacht. Danke vielmals, ich schätze es sehr. Ja. Jetzt hätten wir gerne etwas zurück. Alles klar. Würdest du etwas spielen? Ja, okay, mach ich. Okay, Peter Tate and himself. Thank you. Super.
Wenn wir von der Finanzkrise reden, dann müssen wir sehen, dass da dahinter menschliche Schicksale stehen. Familienvermögen, also ganze menschliche Vermögen. Abgesehen vom Vermögen, Eleonore, steht natürlich auch da der Mensch im Vordergrund. Exakt, ganz genau. Im Zentrum steht der vermögende Mensch. Man sieht nur immer die Banken, das ist tragisch, gewiss. Aber da bei uns am Zürichberg sind während der Finanzkrise so viele unschuldige Vermögen draufgegangen. Ich will fast sagen, dass der nicht so viel besitzt, der einfach ein kleines Sparbüchlein hat, nicht wahr? Der minder bemittelte, sparende Bürger. Wissen Sie den mit dem 5-Liber-Kessel? Dass der jetzt auf der Sonnenseite steht. Nicht wie der investierte Bürger und muss zuschauen, wie seine Aktienwerte vernichtet werden. Ein Börsenholocaust? Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Doch, Herr Mann, genau das ist es. Das habe ich auch hier gesagt bei dem Tsunami, wo ja vor allem arme Leute vernichtet worden sind. Darum dürfen wir auch heutzutage mal ganz deutlich sagen, dass die vermögende Schichten heute ganz brutal ohne... Tu dich nicht aufregen, Eleonore. Nicht sie hat eben mit eigenen Augen müssen sehen, wie Frau Bockenstoss von nebendran heimlich im Migros den Brie-Garantie-Blunder gekauft hat. Ein Budget heisst das giftige Zeug. Genau. Und das als Frau von einem Fondsmanager. Das hat natürlich die Eleonore als soziale und gerechtigkeitsliebende Frau empört. Und heute Morgen hat Frau Backenstoss den gleichen Wintermantel getragen wie letztes Jahr. Darum setzen wir ein Zeichen von der Solidarität und starten die Selbsthilfeaktion Vermögende, also Vermög-Ende. Das war um Hermann seine Idee. Und im Rahmen dieser Aktion verteilen wir jetzt den betroffenen Essensgutschein von der Globus Delicatessa. Und am Heiligabend laden wir ein Finanzkrisenopfer zu uns heim. Ja. Ich kann schon den Peter Wuffli reservieren lassen. Tolle Brille. Also, es hat uns schon schockiert, als wir etwas gelesen haben. Nämlich offenbar werden ausdiente Legehennen, die werden nicht einfach als Suppenhühner weiterverkauft, sondern sie werden zu Biogas verarbeitet. Da habe ich Mühe. Oder? Weißt, wenn Suppenhühner gebraucht werden, um damit Fahrzeuge zu betreiben. Also. Wobei, Mike, du wirst selber ja von Suppenhühnern betrieben, oder? Okay. PS, oder die Abkürzung. PS wird natürlich modifiziert, heisst nicht mehr Pferdestärke, sondern Bullestärke. Gut, dann werden wir in Zukunft das Hühnergas nach Russland und Libyen liefern. Wir bauen eine Hühnergas-Pipeline bis in Kaukasus rein. Wir treiben den Hühnerbarrelpreis künstlich in die Höhe. Die Amerikaner investieren Millionen für Alaska nach Hühnervorkommen zu bohren. Wobei, dort haben sie schon ein Huhn gefunden. Die wird jetzt ja Vizepräsidentin vermuten. Oder hat das nichts mit dem Ganzen zu tun? Nein, hast du etwas. Dann wechseln wir das Thema gerade radikal wechseln. Wir werden radikal wechseln. Wir kommen nämlich jetzt zu unseren ersten künstlerischen Gästen. Es ist ein Komiker-Duo, das man nicht weiter vorstellen muss in der Schweiz. Sie gehören wahrscheinlich zu den bekanntesten Komikern hier in diesem Land. Bitte begrüßen Sie recht herzlich Ursus und Nadeschki. Danke. Super. Vielen Dank und herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich heute Abend auch hier zu sein, meine Damen und Herren. Ja, super, ich auch. Ich denke, wir können uns vielleicht gerade noch schön vorstellen. Also sie ist Nadeschkin. Ja, er wäre der Ursus. Ja, und Nadeschkin ist die mit der Frisur. Mhm. Und der Ursus ist der mit etwas weniger... Frisur, genau. Und muss dazu sagen, er macht eben auch den Mann. Ja, und zusammen sind wir das Zweite. Ja, und die Frau... die machst du. Genau. Ja, das hat sich so bewährt ja, bei uns. Ja, das machen wir schon lange. Ja. Und, also, er hat übrigens sehr gerne Tattoos. Und was ist? Was habe ich? Also du hast gerne Tattoos. Das bin nicht ich. Aber es wär schon schön, wenn du eins hättest. Ja, aber, es wäre so schön. Ja, ich habe kein Tattoo. Ja, aber ich sage, es wäre schön. Also, es wäre schön, du könntest mal eins machen. Wieso soll ich mir jetzt ein Tattoo machen? Also, ja, das wäre so schön, weil wenn es mir langweilig ist auf der Bühne, könnte ich immer ein bisschen dein Tattoo anschauen. Nein. Ja, dann macht er doch selber eins. Ja, spinnst, weißt du, tut das weh? Nein.
Ja, eben, also ich will kein Tattoo. Aber jetzt tu doch nicht so schwierig. Weißt du, wie lange habe ich dich nicht darum gebeten? Weißt du, wie lange möchte ich schon ein Tattoo an dir? Nein. Jahre. Aber nein, los, ich habe kein Tattoo, ich will keins, ich mache keins, ich brauche keins. Also, wenn... Ich bin jetzt einfach ein bisschen enttäuscht. Aber man kann mir ja auch den Abend versauen, ist ja egal. Nein, also, lass, ich würde wirklich lieber keins haben und ich meine... So ein kleines Tattoo, so einen kleinen Drachen, der tut doch niemandem etwas. Weißt du, so etwas da? Ein kleiner Drachen? Ja, so, oder ein Skelett, weißt du? Und dann so einen persönlichen Spruch her, so «Fuck the system». «Fuck the system», was heisst das? Das ist Englisch, weißt du, kannst nicht drauf schreiben «Komm ich heute nicht, komm ich morgen», oder? Nein, es müsste natürlich auch passen. Wenn eben, genau, ein Tattoo ist etwas, weißt du, das ist... Ja, aber ich will lieber keins. Aber das steigert die Identity. Mit einem Tattoo bist du im Fall extrem ein anderer Mensch. Ja, aber lass, ich hey, da bist du jemand. Ich will lieber keins. Jetzt tu nicht so schwierig. Es gibt weltweit grössere Probleme als du mit keinem Tattoo. Nein, aber lass mal... Ja, ich finde es auch, Also so... Also, nein, komm, bitte. Nein, ich will... Schau, ich weiss wirklich... Ich, immer redest du von dir. Ich. Jetzt geht's einmal um mich, verstehst du? Was soll ich? Ich bin hängen auch mit. Was soll ich am Journalist sagen, wenn er fragt, ob du ein Tattoo hast? Soll ich sagen, du hättest einen Kass? Nein, aber... Wie stehen wir denn da? Oder wenn mich meine Freundinnen fragen auf der Straße, ob ich immer noch Theater mache mit dem Typ ohne Tattoo? Ich will einfach einen Kaiser. Ich finde, ein Tattoo ist ein sicherer Wert. Das kannst du mir glauben, da kannst du nichts verlieren. Nein, wenn du das mal hast, das bringst du nie mehr weg. Nein, aber lass mal das. Aber das ist auch kompliziert zu machen. Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja jede Ecke gibt es so ein Tattoo-Studio. Nein. Da gehst du rein, 2-3 Stunden kann man da so ritzen. Ja, aber das tut doch weh. Ach weh, das sind Profis, ich sag dir's. Aber wenn... Nein, sicher, das ist kein Problem. Dann machen sie so Kerben in die Haut und kippen am Schluss die Farbe rein. Aber das gibt doch Krebs. Ach, Krebs, alles gibt Krebs. Man kann einfach nichts mehr machen. Nein, hey, das ist easy. Da machen sie so eine Salbe drauf und nach 2-3 Monaten kannst du die Bandage wegnehmen. Was für eine Bandage? Wegen der Infektion. Infektion? Ich will keine Infektion. Du willst ja gar nichts, du willst kein Tattoo, du willst keine Infektion. Das willst du eigentlich. Schau doch die Leute an. Ich meine, die haben bald hat jeder ein Tattoo. Ja, warte, Moment. Okay, dann können wir mal geschwind. Meine Damen und Herren hier im Saal. Die von Ihnen ein Tattoo haben, können Sie mal die Hand aufheben. Moment. Zwei haben die Hand auf. Das ist ein delikates Thema. Da muss man ganz anders fragen. Also, meine Damen und Herren, diejenigen unter Ihnen, die kein Tattoo haben, können wir jetzt bitte kurz auf die Bühne und erklären, warum. Der ist der Einzige, der hier auf der Bühne steht und erklärt, warum es kein Tattoo ist. Bist du, oder? Okay, danke schön. Komm, wir gehen jetzt aber. Ja, komm, wir hocken jetzt. Ja. Wenn... Ja, aber dann muss ich so weit weg vom Victor. Wenn... Das haben wir das letzte Mal. Wenn... Grüezi. Ah, das ist der Mike. Super, ich habe dich gar nicht mehr kennt. So. Das ist ja so. Hey, du bist schlank geworden. Jetzt hör auf. Ah, merci. Jetzt hör auf. Nein, also, daheim am Bildschirm mit dem Breitformat. Jetzt hör auf. Das ist wir müssen jetzt hocken, wir dürfen jetzt nicht sagen, der Auftritt ist durch. Komm jetzt. Nein, aber nein, er ist früher ist er breiter gewesen. Ja, jetzt hör auf! Entschuldigung, Michael macht nie so Zeug normal, ist völlig anders. Wieso? Was, das ist unanständig, das kann man nicht. Das ist nicht unanständig. Dann ist er halt dicker gewesen früher. Ich meine, also wenn. Wieso? Das darf man doch sagen. Nein, das ist unanständig. Nein, das ist wahr. Los, du hättest es auch nicht gern, wenn du eine Sendung machst und der erste Gast kommt hin und sagt von dir, du sagst dick. Was von mir? Mhm. Ja, ich bin jetzt ja nicht dick. Das ist. Na gut, ich meine, das ist eine Ansichtssache. Nein. Also Entschuldigung, ich bin nicht dick. Nein, ist schon klar. Ich meine, ich sage, es ist jeder immer nur so dick, wie er sich fühlt. Nein, also bitte schön, ich bin nicht dick. Und ja, ich meine, ja, das ist klar. Ich bin nicht. Also, ja, ist schon gut. Also, ich finde, für das, dass du nicht dick bist, redest du jetzt gerade ein bisschen extrem auf. Nein, wenn ich mit Leuten darüber rede, ob ich dick sage oder nicht, sagt ja niemand, ich sei dick. Was, du musst mit Leuten darüber reden, ob du dick bist? Hey, dann hast du aber ein gleiches Problem. Nein, Moment, also bin ich dick? Bin ich nicht, oder? Nein, weißt du, in so einem Moment sind die Leute auch extrem höflich. Okay, also Mike, du bist vom Fach, sag mal. Hier, bin ich dick? Also bei mir hat es so angefangen. Ja. Also,
Ich würde mal sagen, um einen kleinen Break zu machen, holen wir doch nochmal einen Gast an, oder nicht? Wir haben nämlich nochmal einen Gast da bei uns, und zwar ist es einer der bekanntesten Filmregisseure in der Schweiz, vor allem von der jüngeren Generation. Er hat so erfolgreiche Filme gemacht wie «Mein Name ist Eugen» oder «Grounding». Begrüßen Sie bitte den Michael Steiner. Michael, willkommen. Ja. Er ist jetzt nicht dick, oder? Guten Können wir Abend. Uns darauf einigen? Eben, gut. Du bist Mike jetzt auch so angefangen. Ja, eben. Ja, vielleicht fühlt er sich dick. Ja, weiß. Man kann es sich anders testen. Nein. Wie? Oh, sicher, machen wir das Knie auf. Jetzt haben wir das Thema abgeschlossen. Mach das Knie auf. Weißt du, beide? Michael, du bist wahrscheinlich eben so schön schlank, weil du ja so viel schaffst. Du kommst praktisch von den Dreharbeiten jetzt, gell? Da sind immer noch am Drehen, und zwar Sennetunci, eine wahnsinnige Geschichte, irgendein Mythos von einer selber gebastelten Frau, aber schon vor Jahrhunderten. Und erzähl mal, um was geht es eigentlich bei dem Film? So, ursprünglich ist die Sage, dass drei Sennen sich aus Langweile so eine Puppe bauen, und die wird dann lebendig und tut dann ein bisschen zu Diensten sein, und irgendwann tut sie die auch umbringen. Das ist so die Ursage. Also die Sänne bauen sich eine eigene Frau? Ja. Das ist, was wir heute alle kennen als aufblasbare Sexpuppe. Ungefähr so, ja. Das hat jeder daheim und so. Und früher haben sie das schon gehabt und haben das gebastelt mit Stroh und so. Wie ist Stroh, das? Butter, es gibt verschiedene Versionen. So, do it yourself. Also kann ich protokollieren, kein Familienfilm, oder? Auf Alpha. Tendenziell hast du da recht, ja. Also, aber das ist ein Film, wo kommt schon Fördergeld darüber, ist ja. Das gefördert worden? Von allen Förderinstitutionen, die es gibt in dem Land. Alle haben gesagt, ja, das ist, weil sie eine starke Frau drin hat, wahrscheinlich. Oder? Ja. Ich glaube schon. Vielleicht, weil es auch die mythischen Ursagen drauf nimmt, dass eigentlich mein Ziel war, als ich mit dieser Arbeit angefangen habe. Und exemplarisch haben wir diese Sage dann ausgewählt, weil diese Sage hat einen Impact, den ich finde, hat noch etwas Modernes drin. Zudem haben wir das Ganze modern aufbereitet. Und das wird dann der Trick sein, wenn man den Film schaut. Da hat es noch einen drin, den ich jetzt nicht sagen kann. Ein strukturellen Trick, wo die Sage soll. Wieso kannst du den nicht sagen? Ja, weil das Film verraten ist. Ja, wie wenn man Sixth Sense würde sagen, einen Gang Sixth Sense schauen, und er ist übrigens tot, vor man ins Kino geht. So eine Stimme. Das habe ich nicht gewusst, ich habe das noch nicht gesehen. Okay. Was, der ist tot? Aber Michael, du hast es in dem Fall gut mit den Förderern da im Land, oder? Das ist, weil du ein paar erfolgreiche Filme gemacht hast. Grounding hast du gemacht. Könntest du jetzt eine Fortsetzung machen? Ja, sie haben mich sogar angefragt, ja. Bis fast das gleiche Personal, einfach eine andere Firma. So ein Schauspieler. Nadja. Nadja, du hast auch Film gemacht, gell, selber geschrieben und dort mitgespielt. Und du hast sogar, das ist «Fremd im Paradies», ist das ja, gewesen, oder? Genau. Dort hat doch der Anatol Taub mal mitgemacht. Er und so, wenn ich mich mal erinnere, hast du dort eine Bettszene mit. Absolut. Hä? Wer ist der Bösewicht im Bett? Ein dreisprachig, oder? Nein. Nein, auf Schweizerdeutsch. Er hat kein Tattoo gehabt. Wie das war? Ja. Da dürfen wir jetzt nicht so persönlich werden, oder? Ah, wohl. Ja, also das Blöde an dieser Bettszene ist, dass immer etwa 15 Leute zugeschaut haben, und das bin ich mir nicht so gewöhnt. Außer man steht drauf, oder? Ja, genau. Ja. Es gibt Leute, die drauf stehen. Also ich meine, ich finde es jetzt nicht schlecht. Also unter 15 Leute läuft bei mir gar nicht. Michael, wie ist denn das? Du stehst ja schon ein bisschen unter dem Druck. Ich meine, du hast sagenhaft erfolgreiche Filme gemacht, und zwar in kürzester Zeit hintereinander. Also Eugen, Grounding. Mhm. Und jetzt hast du ein bisschen Bauchweh, wenn jetzt der rauskommt. Wann kommt der übrigens raus? Der kommt im Herbst 2009 raus. Und Bauchweh habe ich eigentlich keinen, weil ich erlaube mir sozusagen mal ein anderes Thema anzuschneiden, und habe die Hoffnung, dass es den Leuten auch gefällt. Und es ist sicher spezieller,
Und es ist auch schwierig, so viele Zuschauer wie wir hatten, mit den letzten beiden Filmen zu schlagen. Das, darum, das kommt dann halt, wie es kommt. Es gibt ja immer viele Leute, die fragen, was ist für eine Message in diesem Film? Was willst du den Leuten... Message, erzählen. Message. Message in the bottle. warum erst im Herbst 09, wenn ihr jetzt schon filmen? Ja, es braucht halt immer so lange Postproduktion, Vertonung. Das ist immer ein ganzer Zirkus, der hinterher kommt. Postproduktion, das ist Post-Sponsor. Postproduktion, genau. Schön wär's. Ja. Ja, die haben eigentlich, glaube ich, nicht wollen. Sie sind sich sehr vornehm zurückhaltend gewesen, die Sponsoren bei diesem Thema. Weil es halt ein bisschen expliziter ist. Ja, und es gibt klar. Halt eher radikalere Filme. Wer hat so ein bisschen teilgenommen? Beate Use? Oder? Ja. Ja. Können, ja. Das ist ja noch heikel, wenn ihr dann so ein bisschen Product Placement macht in diesem Film. Könnte aber auch attraktiv sein für einen Sponsor. Ja, es spielt eben dummerweise 1975 und auf der Alp oben und darum sind es viele Produkte. Es sind nur ganz wenige Produkte, die man so ein bisschen kennt aus der Kindheit, sind noch dort. Oh, wo haben das fällt sicher nicht auf. So ein Plakat, Milka oder so, zumindest. Nein. So eine violette Kuh fällt wahrscheinlich auch nicht auf im Film. wir haben gedreht in Kanton Uri, kurz vor dem Klausenpass, auf einer Alp, die 2000 Meter ist. Das ist die Alp oben und dann in Solio, im Bergell. Und jetzt sind wir im Studio in Ostern, wo wir die Aufnahmen machen. In der Schweiz dreht also eigentlich wieder James Bond. Eigentlich ein guter Vergleich, oder? Ja, sehr ähnlich. Ja. Was er nach Eugen noch schon durch Swiss war, wo der Mike auch mitgekommen ist. Ja. Mike hat ja beim Eugen mitgemacht. Er gilt ja sehr als schwierig auf dem Set. Das ist ja, aber er hat mir grauenhafte Medikamente gegeben, natürlich. Darum ist das dort gegangen. Ja. Dort haben wir auch schon in Solio gedreht und im Urnerland übrigens. Ja. Ja. Im Eugen. Hast du eine kleine Rolle gespielt? Ja, aber... aber in Bern ist das... Ist ein herzig. Eine Gastrolle. Ich habe, glaube ich, das Dreifache von ihm, oder? Als Gage. Oder? Ja, ja, weil du so teuer warst, musst du immer 18 Stunden müssen drehen an diesem Tag. So ist es. Tut mir schaurig leid, Mike. Nadja, hast du wieder einen Film vor? Ich bin dran, ja. Also eben, aber ich habe ähnliche Probleme. Ich darf dann die Struktur nicht erwähnen und da die Probleme, die wir noch haben. Nein, ich bin dran. Spielst du eine starke Frau drin? Ich spiele extrem stark. Also sie wird stark, oder? Man muss das ja dann ein bisschen zeigen, wie sie schwach ist und nachher stark wird. Eben. Das aber fordert die Filmförderung, das Schweizer Fernsehen ja auch. Die haben ja gerne richtige Filme, wo es ein bisschen um etwas geht. Wie meinst du das? Dass man es dann kann, schwarz-weiß am Sonntag um 8 Uhr bringen, damit die Leute so müde sind, wenn sie unsere Sendung dann sehen. Ja. Urs, was machst du so? Du bist ein bisschen voller Sieg. Wenn er läuft nicht. Was hat er super Erfolg? Ich muss auf die Linie schauen, natürlich. Vor allem. Und, das verstehe ich. Ja. Aber über meinen Film können wir nicht reden. Ich habe keinen Film gemacht. Ja, aber ein Buch, ein sehr erfolgreiches Kunstaufräumen. Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ja, genau. Das Buch ist super zu machen, das machst und dann musst du nicht mehr dafür arbeiten. Es steht dann in den Buchläden und das... Also, schafft von selber. Keine Postproduktion beim Buch? Oder mal, wenn du es natürlich verschickst, schon. Ja. Und das habe ich jetzt nicht gedacht. Und sie ist in Farbe. Ja. Ja, aber du auch. Du hast Farbfilm, oder? Ja, Farbfilm. Oh, modern. Nein, ich nicht so. Ich glaube, immer farbig so. Farbig ist modern. Aha, ja, meine, für diesen Sender da, oder? Ah, ja, okay, ja, so und so. Sind wir uns ja nicht so gewöhnt. Es wird ein bisschen flau, glaube ich, von der Farbe. Ja. Also, was hättet ihr eigentlich, würdest du, ich meine, das sind ja alles jetzt so vier Darsteller, wir würden alle gerne wieder mal in einem Film mitspielen. Ja, wir dürfen auch alle gerne wieder in einem Film mitspielen. Also wenn du mal jemanden brauchst, so ein bisschen, ja. Weißt, Jugend. So noch vier? Ah, oh, ja, Entschuldigung. Also, okay. Das war ein geheimes Zeichen von Peter Tate, weil er jetzt nämlich die legendäre Zusammenfassung bringen von dieser Sendung für die englischsprachigen Zuschauer. Thank you very much, Victor. Thank you. Well, it's been a fascinating evening this evening. Ursus and Nadeshkin were here tonight. And Michael Steiner is here. He's a filmmaker, currently not suffering from stomach problems, apparently. Main theory tonight about waistlines and tattoos. Very popular subjects indeed. As we used to say, if you go to a donkey's house, don't talk about ears. See you next week. Thank you very much. Das war Peter Tate. Und euch danke vielmals, dass ihr zu uns gekommen seid. Ursula Nadeshkin, Michael Steiner, alles Gute für weitere Projekte. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Tschüss miteinander. Und gerade im Anschluss noch Mann und Birgit's Glaspolitik. Eine schöne Woche. Gute Nacht. Und tschüss. Danke vielmals.
Jacobo Müller, Late Service Public, wurde gesponsert von der Mobiliar.